Mein Wort heute für dich lautet: Danke Gott für das, was du hast, und schau nicht immer nur auf das, was du noch nicht hast. Viele Christen haben irgendein brennendes Verlangen, in einem bestimmten Lebensbereich einen Durchbruch zu erlangen. Das kann je nach Person sehr unterschiedlich aussehen. Und man betet dafür und irgendwie passiert es nicht und man ist unglücklich und fängt vielleicht sogar an zu murren oder zu klagen oder sich zu beschweren. Und man bemerkt überhaupt nicht, dass Gott in vielen, vielen anderen Lebensbereichen segnet, einen beschenkt und wirklich Gutes einem zukommen lässt. Wir stehen in der Gefahr, so fixiert zu sein von dem einen Ding, für das wir beten und wo wir einen Durchbruch erlangen wollen, dass wir die Güte Gottes, die er uns sonst schenkt, einfach übersehen. Und ich möchte dich einladen, da einfach mal für die Dinge dankbar zu sein, die du hast, die Gott in deinem Leben Gutes getan hat. Hast du vielleicht gute Beziehungen? Freunde? Bist du finanziell gut gesegnet? Hast du einen guten Arbeitsplatz? Hat Gott dir immer wieder Bewahrung gegeben? Auch beispielsweise mit irgendwelchen Entscheidungen, die du getroffen hast? Oder im Verkehr? Bist du gesund? All das sind Dinge, für die wir von ganzem Herzen dankbar sein können. Geht es deinen Kindern gut? Laufen sie gut? Hast du vielleicht eine Gemeinde, die gut ist? Im Grunde genommen gibt es immer Bereiche, wo wir sagen, nein, da passt es bei mir nicht. Da brauche ich von Gott einfach Segen und Durchbruch. Aber genauso gibt es Bereiche, wo wir eigentlich sagen, eigentlich ist das etwas, wo es mir sehr gut geht. Vielleicht hast du eine super Ehe. Für den anderen ist das genau der Punkt, wo er seinen Durchbruch braucht. Deshalb müssen wir lernen, für die Dinge dankbar zu sein, die einfach Gott in unserem Leben gegeben hat und die gut sind. Im Alten Testament finden wir beispielsweise Abraham, der unterwegs war und er hatte diese Verheißung eines Sohnes. Und es kam nicht dazu über Jahrzehnte. Und gleichzeitig lesen wir, dass Gott ihn gesegnet hat, indem er reich wurde. Er ist mit Gott unterwegs gewesen und hat völlige wirtschaftliche Absicherung erlebt. Aber das eigentliche Ding, sein eigentlichen Herzenswunsch, das hat lange, lange gedauert. Aber trotzdem hat Gott ihn gesegnet in einem anderen Lebensbereich. Und oft geht es uns genauso. Wir haben Lebensbereiche, in denen wir wirklich gesegnet sind. Und ich lade dich einfach ein, das zu realisieren und dafür dankbar zu sein. Also, sei dankbar für das, was Gott dir gegeben hat. Und schau nicht nur auf das, was er dir nicht oder noch nicht gegeben hat. In dem Sinne glaube ich, Gott hat mehr für dich.